Da ist er, der Perpetuum. Mach Quatsch. Peter. Wir nennen ihn auch den kleinen Peter. Oha. Okay, da darf man. Das unterbricht ganz den Angriff. Interessant. Wenn es versucht, weiter zuzuschlagen. Interessant. Brennen unterbricht den eigenen Angriff. Was man hier alles lernt, du. War nicht auch so eine Schreihals-Tussi? Ich sag's noch. Und ich sag noch. Use the lift, use the force. So. Die ganzen Krähen sind da, aber egal. Die Krähen sind mir wurscht. Hallo. Die wollten mich auf diesen Abgrund stürzen. Was geht, Alte? Der Knochenmark. Immer wieder hier vorsichtig sein. Da ist nichts mehr. Stagger. Stagger. Ja, ich will bloß ungern hier direkt. Dann gilt's halt, ne? Der mag auch keine Grabsteine. You did it! Danke. Well executed. So. Dann gehen wir hier in dieses schöne brennende Haus. Einladen, da schießt doch jemand auf uns. Was ist denn da los? Da wirft doch jemand mit Scheiße. Die steht da in der Box. Ach, da ist sie gleich. Die steht da unten. Achso, da. Das ist ein Sackmann. Nee, doch nicht. Boah, boah. Mehr handeln. Mit dem Chugger. Ja. Verrückt hier. Im Dunklen warten. Und fiese Action schieben. Nicht mit mir. Oh, das sieht so aus, als würde hier gleich voll was abgehen. Da oben ist doch auch. Sollen wir noch einen Stockwerk höher kommen? Da lag ja was. Schon von unten gesehen. Die stinken alle. Stinky. Hast du nicht geguckt, ob wir für das nächste Update immer noch diese Zwillingsblutsteine brauchen oder brauchen wir schon wieder die nächst bessere Kategorie? Habe ich nicht geschaut, aber ich würde davon ausgehen, wenn die erstmal eine Weile braucht jetzt. Jetzt vorsichtig. Okay. Oh! Nicht so gut gesehen, den Sack. Er hat eine neue Art Waffe gehabt, oder? Ja. So eine Büchse, aber mit so einem. Mit ordentlich Wumms dahinter. Vor allem. Ui. Kann ich ihn angucken hier? Weiß ich gar nicht. Ach, da hinten. So. Experten. Welches Level war das? Stichangriff nur. Ja, nur eine Angriffart finde ich mal ein bisschen wenig. Wir haben ja die anderen haben ja insgesamt physischen Schaden. Mhm. Von daher. Aber warum ist der Expertblutenedelstein dann, wenn der. Da oben steht die Bewertung 1, 5, dass dann die 4er nach der 5 kommt. Eigentlich sind dann immer der richtigen Reihenfolge nachsortiert, plus der Experten. Mhm. Egal. Seltsam manchmal. Hübsch, hübsch, hübsch. Wollen wir die Dinger essen? Haben wir nicht genug, um auf 40 zu kommen? Doch. Oder doch, stimmt. Dadurch das Erkunden. Ja. Ja, dann. Mehrfach benutzen. Bin ich schon vorbei? Nee. Ups, da kam ich doch her. Na! Sehr gut. Nee. Gab's hier sonst gar nichts mehr? Nee, ich war eh falsch, ich muss in eine Richtung. Ich
bin da runtergefallen. Das wollte ich nicht. Na gut, bin ja gespannt, ob ich mit der 40. So, stopp, jetzt bin ich einmal darunter, genau. Und jetzt wollte ich hier hinten noch gucken. Da habe ich nämlich noch nicht geguckt. Ich habe es noch nicht kaputt gemacht. So, hier. Ah, da geht es aufs Dach raus. Vorsicht, da bricht man bestimmt ein. Guck mal an den Kirchturm hin. Ich glaube nicht, dass man hier noch was machen kann. Ich glaube nicht, dass man da was sehen kann. Sehr cool. Komm, garantiert irgendwann einer. Ah! Haha, die Sau. Und ich wusste halt, dass sowas passiert. Aber die sind ganz schön fix, ne? Naja, die machen so einen kleinen Stoß, nur so mit der Vorderseite. Guck mal nach vorne an den Horizont. Ne, sieht normal aus. Ja. Sieht auch cool aus, da das Schloss an der Klippe. Ja. Sehr cool. Da geht's mal, geht's aber ja, hoch. Mal gucken, ob irgendwas ist. Nee. Na. Da ist eine. Da unten sind welche. Hier geht's nicht weiter, nee. This guy. Komm, Mädchen. Da wollte es nicht kommen. Wie sie an dem Typen noch rumtut. Nicht, dass du dich zu weit nach hinten begibst, ne? Weil da ist kein Zaun. Nicht kindersicher hier. Nee. Zu kommen sehen. Hä, haben die so Badekappen auf oder fehlt denen? Ach, die haben so ein Hirn raus. Badekappen. Ja. Hier. Der arme Baum hat Angst gehabt. Der brennende ist gut, Busch. Ist gut, Moses. Das kenne ich irgendwo her. Na, Voljar. Yes. Das ist der Hammer hier. Es ist alles eure Schuld. Das stimmt überhaupt nicht. Los, ihr elenden Bestien. Doch nicht meine Schuld. Es muffelt. Aber ganz schön. Tiere. Executioner Style. Was, wenn ich mal rauskomme, hier rechts und links irgendwas pullen. Der rechts sieht ich glaube ich eher. Aber nicht zu viel auf einmal. Jetzt gehen sie alle. Doch geklappt, okay. Da hätte es auch geklappt, ja. Das okay, das nicht. Au, au! Careful, 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 du bist fast tot. Jetzt bist du tot. Doch nicht. Chaka, Chaka.
Hallo. Wir kennen uns noch gar nicht so richtig. Wir können auch mal ein bisschen entspannter. Ich würde mal anlocken und versuchen wegzulaufen. So in die Richtung, nicht aus der du noch nicht kamst, wo du jetzt alles pulst. Aber die sind easy. Ich muss nur weghüpfen. Ja, ist ja. Okay, ja, ist ja. Das musste doch irgendwann auch passieren. Schon lange nicht gestorben, stimmt. Aber diese. Okay, die normalen Angriffe gehen. Sie sind aber nicht lang gestaggert. Im Gegensatz zu anderen, man hat es gesehen. Sie stehen relativ fix wieder auf. Das ist wieder auf. Witzkalender. Es muss wieder sein. Der Witzkalender muss wieder sein. Das sehen wir ja hier auf. Der wurde sehr viel verdient. Das stimmt. Verzeihen Sie, dass es so geraschelt hat, aber der Witzkalender, ne? Blätterst du denn da eigentlich auch fleißig immer um? Also oder reißt die Seiten ab? Sonst nee. Ich habe das Gefühl, sonst kommt er gar nicht zum Einsatz außerhalb des Let's Plays hier. Das ist wahr. Was ist da denn los? Sagt er zu ihr, zieh die Vorhänge zu, sonst kann mich unsere Nachbarin nackt sehen, sagt sie zu ihm. Wenn sie dich nackt sieht, zieht sie ihre Vorhänge selbst zu. Da versteht man wenigstens, also da ist irgendwie bei einigen Witzen, da ist ja gar nichts. Also von daher, man muss ja für alles dankbar sein. Hier war wenigstens Intention, eine Pointe zu erzählen da. Von daher, doch was fallen lassen? Das ist so ein Geisterscheiß. Ektoplasma, das hat mich voll geschleimt. Hey! Und damit sind 12.000 Blutechos weg. Oh. 12.000 Blutechos. Das war fast ein Level. Da muss ich aber jetzt einen guten Witz finden. Prüfung bei den Medizinstudenten. Der Professor nimmt einen Bleistift und drückt ihn einem Kandidaten auf die Brust. Wohin komme ich, fragt er, wenn ich hier reinsteche. Ins Gefängnis, Herr Professor. Ja. 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 12.000. Die lassen doch, die droppen einigermaßen. Drop it like it's hot. Die mit dem Dingeisen. Kommt die andere nämlich noch nach, glaube ich. Wie viele da einfach reingesprungen sind. Und? Super. Bam. Das ist eigentlich eher die Ausnahme, dass wir da noch nicht reingefallen sind. Wird doch noch passieren. Das ist immer das Gleiche. Der erste so schnell. The first card is the deepest. Der hat ein Zeug. Also ja, die 900. Und gleich die nächste, die Molotov-Zilli. Da kommen sie nicht alle rausgekommen. Raus. Ja, jetzt kommen gleich die Hundis noch. Natürlich. Fallen sich alle in die Arme. Ein Riesenhallo. Mitgenommen? Ja. Stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das ist schon so lange nicht mehr passiert, dass da hinten ja was liegt, dass es gar nicht so gut ist, wenn man einfach so stirbt. Da war ja was. Was liegt da in der Ecke noch? Ein Schatz, Hansel. Ja, guck. Er hat. Ja, Mann. Das ist aber noch nicht genug für die nächste Stufe, oder? Sofern das überhaupt noch könnte geht. Langsam passen.
einfach zusammenhauen. Mäßigung. Brennt und halt. Nein, danke, sag ich dazu. Hallo, das haben wir nicht gewettet. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Okay. Tschüss. Du schon wieder. Jetzt macht er da unten Stress. Du kannst nicht alle deine Probleme einfach irgendwie Schluchten runtertreten. Vorsicht. Jetzt klappt's. Kommt der Hund nochmal an erst, oder? Hier? Ja, den du runtergehauen hast vorhin. Ach so. Da schlägt es doch schon ein. Ah ja. Kommt der rein? Ne? Kommst du rein? What if you don't have to come in? Das ist aber natürlich sehr convenient so. Das ist gut. Tschüss. Die geben 2800. Nicht schlecht. Dann können sie mir auch noch mehr geben. So. Haben wir von der anderen Seite gesehen vorhin, oder? Mach die Türe auf, da ist ein Hebel. Ja, genau, der ist das. Sehr schön. Another Shortcut. Links. Was ist mit denen eigentlich? Bäh. Schade. Doch, hätte geklappt. Das nicht, Vorsicht. Und Vorsicht jetzt auch, weil ich das Tor aufgemacht habe. Es kann sein, dass die Patrouille jetzt hinten durchkommt. Hat er dich gehabt? So ein Headbutt. Hey, und der kleine Heiko, der headnattet ihn halt voll krass durch die Heckscheibe. Das Ding. Erkan und Stefan. Und dann hat, wer war denn das? Der kleine Horst hat gesagt, also er springt halt von der dritten Reihe von die Parkbänke, macht da brutal Kung-Fu-Kick und dann mit dem Headnut voll durch die Eisdecke durch. Und dann hat er aber gesagt, aus Sicherheit macht er sich mit dem Abschleppseil noch am Auto vom Radu fest. Ey, nur der Radu hat nicht gewusst, dass wir sein Auto genommen haben. Dann hat er das Auto da gesehen und ist damit wieder nach Hause gefahren. Ey, den kleinen Horst hat so gerissen. Das sieht übrigens ganz schön chefmäßig aus, was sie hier veranstalten. Ja, aber ja, immer Mann. Sounduntermalung. Toll, kann ne? Das immer so sein. Toll, ne? Ja. Ich habe neulich miterleben müssen, dass der den Stefan gesprochen hat, der musste so eine ganz traurige Kinovorstellung von Anchorman 2 anmoderieren, weil Will Ferrell abgesagt hat. Das war doch irgendwie enttäuschend. War es nicht die zweite Enttäuschung nach Joss Whedon? Ja, da hieß es erst, ich dürfte Will Ferrell treffen und dann kam Will Ferrell aber gar nicht. Und stattdessen musste dann auch der arme Kerl, der den Stefan von Erkan und Stefan spielt, musste den Abend moderieren und halt alle geladenen Gäste hatten Will Ferrell erwartet. Das ist, da kannst du eigentlich nur verlieren. Was machst du denn? Ja, ich werde gleichzeitig hier von der Alten beschmissen. Sie nähern sich übrigens gefährlich Level-Up-Territorium. Der Weg zurück wäre gar nicht so weit an dieser Stelle, ne? Und da würde das ja passen. Schauen wir uns hier mal um.
das ist schon gemein. Kann man schlecht mit konkurrieren, dann, wenn sowas erwartet wird. Würde ich aber auch nie zusagen. Gut, ich meine, wenn du das Geld brauchst, dann machst du es halt. Wo geht's da hin? Ich glaube, hier ist Schluss. Ach komm. See. Das ist eine Rune. Alrighty. Gibt's denn hier gar nicht? Ach, hier rechts hoch jetzt, oder? Rechts geht's nach lang, ja. Hört irgendwie so komische Geräusche ab und zu. Ganz schön totenstill, aber auch. Ja, das meinst du schon, ich bin so. Jetzt geht's hier an das Anwesen, da kommen sie schon. Ja. Fackel, der Fackel und Mistgabel e.V. Und er hier. Der Headbutt zwischendurch ist super. Ja. Ach, boah, wie der Arzt reinzieht. Okay, you have a level up now. Ja, dann machen wir es doch einfach, oder? Ja. Und wir können nämlich auch, glaube ich, die Waffe schön upgraden. Dann machen wir das doch auch. Aber denk dran, dass du auf dem Rückweg noch Monster zu töten hast. Ja, das stimmt. Dann machen wir das eben noch. Reinläufst. Einmal oben hier die Tanne. Ja, ja, du darfst auch gleich. Ach komm. Wo soll er sauer ist, ich besser aussehe. Boah. Halt dich. Das war knapp. Geringfügig. Was denn? Sie nimmt den Hammer. Das kann sie doch so ganz locker sagen, ohne dass sie davon groß betroffen ist. Die mit den Molotows. Ich dachte mir gerade schon, hätte aber relativ lange auf sich warten lassen, sich bemerkbar zu machen. So, Mutti. Sind es noch zwei, oder? Da hinten könnte noch. Ich sag's mal, in den Rücken fällt. Die habe ich ja nicht weggemacht. Die ist geil, oder? Wie die so rumtanzen, die ist super. Hallo. Danke. Nun Geist. Und die? Mhm. Und dann geht's hoch zur Lampe. Ja, dann würde ich sagen, diese Ladezeit bei der Lampe können wir den Leuten ja ersparen. Ja. In der Pause reisen wir zurück und dann könnt ihr aber live mit dabei sein, wenn wir die Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.